Willkommen, liebe Freunde von Modellpilot EU. Heute sind wir bei den Neuheiten sozusagen hier bei Veatronic und auf der Spielwarenmesse. Und jetzt im Sommer. Ja, im Sommer. Soll der neue Sender rauskommen, der BAT 60. Und er hat verschiedene Farben und auch verschiedene Ausführungen. Oder hat er nur eine Ausführung? Der neue Sender wird nur eine Ausführung haben. Und zwar völlig mit allen Optionen ausgestattet. Und alle Optionen heißt? Lasst euch überraschen. Ja, schade, wieder nicht geklappt. Aber es wird wahrscheinlich wieder so High-End sein, wie es normalerweise ist. Ja, absolut. Also die Veatronic-Produkte können ja wesentlich mehr, als jetzt überhaupt schon am Markt bekannt ist. Der neue Sender wird das alles vereinen und wird dem Modellpiloten, dem Anwender, auch alle Möglichkeiten bieten, bis hin zur Software, alles was integriert ist, auch in dem Sender, um sein Modell individuell zu steuern und mit der größtmöglichen Sicherheit auch. Ja, das ist ja allgemein bekannt. Aber gehen wir mal auf die kleinen Inhalte mal ein. Die Steuerknüppel sind wie angeordnet? Die Steuerknüppel sind Innovationen von uns selber, die wir selber produzieren auch. Sie gibt es in unterschiedlichen Längen. Man bekommt diese Sticks auch mit unterschiedlichen Widerständen. Unterschiedlich angeordnet, auch innerhalb der Sender, innerhalb der Sticks, gibt es innerhalb der Sticks unterschiedliche Funktionen, die integriert werden können. Auf diese ganzen Einzelheiten werden wir aber, bis die Sender dann wirklich rauskommen, nochmal eingehen und natürlich auch über Modellpilot EU die Modellpiloten informieren. Dankeschön für die Blumen. Aber es gibt verschiedene Farben. Wir haben jetzt einmal das Weiß, dann die Veatronic-Farben. Genau. Und gleich unten nochmal. Ja. Und wir haben einen wunderschönen schwarzen. Einen schwarzen. Und wie gesagt, die kommen als High-End-Sender, kommen die voll ausgestattet heraus, ohne irgendwelche Optionen. Ganz genau. Ja. Ganz genau. Diese Sender werden komplett ausgestattet sein. Es wird keine unterschiedlichen Versionen geben, sondern ein fertigen Sender, der wirklich alle Optionen hat und alle Möglichkeiten, die der Modellpilot, Modellbauer von uns auch kennt. Man kriegt nicht mehr raus, ne? Merkt ihr? Also. Aber etwas kann man doch schon verraten, das ist doch der Preis, der steht doch schon fest. Den Preis kann man verraten, genau, den haben wir heute veröffentlicht und jetzt auch über dieses Medium. Der Preis liegt bei 1.699 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Ja, das ist ja dafür ein richtig annehmbarer Preis. Also ich hatte, persönlich habe ich schon weit höher gedacht. Ja? Das ist aber wirklich ein annehmbarer Preis. Ja. Ja, schön. Es waren harte Verhandlungen und wir freuen uns, dass wir den Preis so niedrig halten können. Ja. Fantastisch. Also, gibt es sonst noch kleine Nachrichten so nebenbei am Rande, auf die man noch eingehen kann? Also wir sind, wenn ich beim Sender mal bleiben darf. Ja, gerne. Wir sind sehr gut im Zeitplan, das auf alle Fälle. Er wird jetzt im Sommer rauskommen. Ich sag mal so Juni, Juli, wir nehmen uns deshalb ein bisschen Zeit, weil wir sagen, wir wollen den natürlich auch komplett testen, damit wirklich alle Funktionen reibungslos, ganz toll und sicher auch funktionieren. Vielleicht für alle Freunde des Pulssenders, auch der Pulssender wird in diesem Jahr auf den Markt kommen. Die Planungen liegen bei November. Ich persönlich gehe mal davon aus, November, Dezember. Ich denke mal, es wird ein schönes Weihnachtsgeschäft für alle die, die einen Pulssender haben möchten. Ja, wunderbar. Also wir haben sehr viel erfahren. Recht herzlichen Dank, lieber Ralf Hartmann, dass wir haben heute hier mit Veatronic sprechen dürfen. Sehr und gerne. Und das neuesten und auch schon kleine, tiefe Erfahrungen vom Sender selbst herausgequetscht haben. Aber mehr kommt ja noch nicht so. Aber wir werden ja informiert. Ja, selbstverständlich. Okay. Vielen Dank. Und zum Schluss, Modellfliegen ist? Spitze.